Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist euer Nuthoker aufs Brot. Und ja, in der letzten Folge wurden wir leider bei dem Versuch bzw. dabei erwischt, einen Ventilationsschacht zu öffnen und wurden deswegen in Einzelhaft gesteckt. Dann war der Tag ziemlich schnell vorbei. Jetzt ist der nächste Tag. Fick dich. Jetzt ist der nächste Tag und wir müssen unser Glück nochmal versuchen. Unsere Waffe ist weg. Schade. Denn Razor Blades findet man, glaube ich, nicht so oft. Werfen wir mal einen Blick in unser Journal. Okay, da ist gar nichts mehr zu tun. Dann gehen wir mal Essen fassen. Okay, wir sollen die Wachen ablenken. Dann machen wir das doch einfach mal, damit ihr das seht. Bam! 25 Dollar bekommen und aufs Maul. Hilfe! Hilfe! So, wir können jetzt entweder so lange hier rumlaufen, weglaufen, oh, das ist zu, verdammt. Bis die sich wieder beruhigt haben, also quasi verstecken. Versuchen wir das Ganze mal. Legen wir so ein bisschen ins Bett. Das geht natürlich sehr, sehr langsam runter. Jetzt müssen wir noch arbeiten gehen. Ah, finish him. Wir sind ja nicht bei Mortal Kombat. Ui. Lasst mich in Ruhe. Du hast nichts getan. Ich will nur arbeiten. Schwein gehabt? Nein, geh weg! Geh weg! Puh. Ding, ding, ding! Ach ja, waschen ist schon was Feines. Geh weg! Geh! Komisch, dass die jetzt nur Aggro sind und mich verprügeln. Bei 70% oder 74% ist ja immer noch relativ viel. Naja, mir soll es recht sein. So, wir haben unser Soll erfüllt und unseren Lohn ausgezahlt bekommen. Dann könnten wir eigentlich jetzt in der Freizeit. Naja, komm, wir lesen ein bisschen. Wir werden mal ein bisschen intelligenter. Anscheinend hat sich aber die Wachen beruhigt. Das ist gut. Ich werde intelligent. Ich werde intelligent. Ein bisschen eine Mischung aus Prison Architect, aus Sims und aus Minecraft. Dadurch, dass es auch dieses Crafting-System gibt. So, wie sieht's aus? Oh, 45 erst, ey. Wie viel muss denn der lesen? Was will der Jackson? Okay. Scheint nichts mehr. Ich lese hier erstmal ein bisschen, bevor ich antrete. So, jetzt. Düdüdüdüdü. Was will der? Pack of Mints. Ey, ich hab doch eins. Das hier meine? Nein. Verdammt. Pack of Mints habe ich. Das werde ich dem Kollegen direkt geben. Zack. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie der hieß. Ja, ja, ja. Der Matt. Matt Damon. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Das ist halt auch immer super bei diesen Appellen. Da sind halt alle da. Ah. Wo ist denn der jetzt? Nick da, Matt. Give Pack of Mints. Zack. Vielen Dank. Afternoon Free Period. Dann setzen wir uns mal ein bisschen hin.
wir unsere Müdigkeit loswerden. Das Problem, ich sitze hier nur rum. Halt's Maul. Okay, wir haben anscheinend noch eine Stunde, dann gehen wir mal runter. 20% Müdigkeit ist okay. Er will irgendwie nicht mit mir reden. Keine Ahnung wieso. Vielleicht fand er es nicht so gut, dass ich ihn ausgezogen habe. Nee, die einzige Überlegung, die ich hätte. Ah ne, stopp nicht dahin, sondern dahin. 53. Gut, die können halt auch nicht jeden Idiot mit Metall arbeiten lassen. 58. Ja, das wird wahrscheinlich noch einen Tag dauern. So, wir machen das Teil noch leer, bevor wir essen gehen, beziehungsweise voll die Müdigkeit. Was ist los? Ich bin nur am Lesen. Lass mich das Buch noch zu Ende lesen. So. Auf Wiedersehen. Verprügeln, ja, wir nehmen es mal an. Wir müssen es ja nicht direkt machen. Arm, hinsetzen. Toilet Paper Villa, das bekommen wir auch noch hin. So, haben wir nochmal ein paar Aufgaben angenommen. Und dann können wir wieder exercisen. Wir machen aber diesmal das hier. Wir laufen ein wenig. Auch wir drücken hier, auch hier müssen wir wieder Q und E drücken. Also wie vorher auch. Nur es gibt halt hier nicht nach jeder Übung quasi eine kurze Pause, sondern beim Laufen geht es halt durchgehend. Und pro gelaufene, keine Ahnung, Kilometeranzahl oder sonst irgendwas, ein Kilometer wird es wahrscheinlich nicht sein, pro gelaufene 50 Meter kommt halt ein Speed Boost. So. Wie hoch ist unser Speed? 20, 21 und 66. Also unsere Intelligenz ist fast da angekommen, wo sie hin soll. Na, und genug geduscht. Auf Wiedersehen. Ja, man muss ein bisschen frech sein. Solange die Wachen einen nicht so viel sehen, ist alles gut. Und wo sind wir? Wo sind wir? 71, tipptopp. Freizeit, dann schauen wir mal, ob wir jetzt wieder einen anderen Job annehmen können. Das Jobbüro war hier. Jawohl. Apply. Sehr schön. Also haben wir jetzt einen neuen Job. Den Job hatte ich übrigens noch nie. Also ich habe es generell noch nie so weit gespielt, bis ich einen Jobwechsel hatte. Also bis einer möglich war, sagen wir es so. Da haben wir Toilettenpapier. Oh. Batterie. Spielkarten. Nehmen wir mal alles mit. Das nehmen wir mal alles mit. Lucky Day. Unser Lager und Toilettenpapier. Wer wollte Toilettenpapier? Der Paul. Nein. Nein. Das ist der Chef.
Wasser, ja. Immer die Sucherei. Wäre echt besser, wenn die Namen die ganze Zeit drunter wären. Da, da, Paul, Paul, da, da, Paul, Paul, lauf nicht so schnell, Paul. Paul. Gif, Klopapier. Wahrscheinlich durchfahren. Und er hat auch noch eine Aufgabe. Continue with the meeting pack of playing. Mind for doing. Okay. Playing Cards. Schon. Da sollten wir uns vielleicht noch eine Waffe zulegen, bevor wir das machen. Ein Messer. Ein Workout machen. Das ist ja eh nicht mehr sonderlich lange. So, genug gepusht. Hallo! Ne, Verprügelquest habe ich schon eins. Brauche ich nicht noch eins. Das ist schon wieder eine Aufgabe. Bottle of Medicine. Oh, muss ich gucken, ob ich eine finde. Aber wenn, bringe ich die natürlich liebend gerne, Paula. Haben wir schon wieder fünf. Was haben wir denn hier alles? Mick verprügeln. Ah, Evening Roll Call. Sollen wir Distraction machen? Dann machen wir das doch mal. Bam! Und weg! Hui! Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Move, bitch! Get out the way! Ah! Ah! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur schlafen. Schnell ins Bett. Okay. Keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich mir ins Bett lege, aber wir beenden auf jeden Fall jetzt hier die Folge, weil der Tag ist ja wieder rum. Tag 3 beendet. Ja, was haben wir heute eigentlich geschafft? Nur ein bisschen Geld verdient, einen neuen Job angenommen. Bin mal gespannt, wie der morgen läuft. Ja, wenn ihr es auch wissen wollt, dann schaltet doch morgen wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.